Willkommen zurück hier zu Gothic, kurz vor dem Kastell. Und ich will mal Uritz hier nochmal anlegen. Denn wenn mich nicht alles täuscht, müsste hier ein Ork sein, den ich noch nicht besiegt habe. Zur Orientierung, da drüben ist Xaras Turm. Das Kastell, zu dem ich will, ist da oben links von mir. Da unten ist Xaras alter Turm. Ich habe mir erlaubt, einen Großteil des Weges schon mal offscreen zurückzulegen. Und der Ork sollte jetzt eigentlich hier irgendwo sein. Oder habe ich den schon besiegt? Vielleicht ist er auch nicht mehr hier und irgendwie abgehauen oder was weiß ich. Kann ja sein. Ist ja auch nicht so wild. Ich bin ja letzten Endes nicht hier, um mich mit Orks zu prügeln, sondern um mich umzuschauen, ne? Den Hebel habe ich schon gezogen. Da war genau der Troll unten. Nee, nicht Troll. Was war's? Golem, glaube ich, war es. Ein Golem. Und irgendwo hier sollte jetzt eigentlich, also zur Erklärung, diese Chromanin-Quest ist so eine Art Schnitzeljagd. Ja? Die einen so quer durch das Koloniegebiet jagt, um ein Buch nach dem anderen zu finden. Und ich fürchte, ich muss da irgendwo hoch, ne? Um Überblick zu verschaffen und so. Jetzt ist die Frage, komme ich da drin irgendwie hoch? Tatsächlich. Oh mein Gott. Ich war doch schon mal hier drin. Warum habe ich das damals nicht gesehen? Meine Güte, war ich damals blind. Sowas muss man doch sehen. Aber irgendwie spinnt die Steuerung an der Stelle. Jedenfalls kann ich da nicht hochlaufen. Dann springe ich halt eben hoch. Och nö, jetzt sag nicht, das ist zu steil. Das ist tatsächlich zu steil, um hochzugehen. Das ist ja blöd. Muss ich vielleicht da drüben umspringen? Nein, nicht so. Nach oben. Nee, okay, das erkennt er wohl nicht, dass er da hoch soll. Ich kann es hier rüber versuchen. Das ist halt ein bisschen arg gefährlich. Wie komme ich da hoch? Würde das was bringen, wenn ich da hochkomme? Ich weiß es nicht. Es ist schade, dass das hier zu steil ist. Kann ich vielleicht... Ich lege mal eben die Fackel weg. Vielleicht klappt es ja, wenn ich sprinten kann. Vielleicht kann man hier schrägen hochsprinten. Nein, kann man nicht. so viel dazu. Wie stehe ich denn jetzt relativ zu dem Ding da oben? Ja, okay. Ups, das hat nicht geklappt. Gut, da komme ich nicht hoch. Vielleicht muss ich ja... Ups. Ist zufällig der Gegner hier wieder da? Nee, ne? Nee, okay. Vielleicht muss ich ja auch hoch auf die Spitze. Die konnte ich ja mit dem Schalter irgendwie runterholen. Genau, das hier. Vielleicht muss ich ja auch da hoch. Ich weiß es nicht. Jedenfalls brauche ich 260 Lebenspunkte. Meine Güte. 3 und jetzt noch eine 50, ne? Genau. Und jetzt gehen wir doch mal da hoch. Ey, ey, ey. Hoch, habe ich gesagt. Hoch. Ganz hoch. Kannst du bitte da hochgehen? Ah, da kann ich hingehen. Da kann ich hinlaufen. Okay. Moment, ging das nicht schon mal schief? Ich glaube, es ging schon mal schief. Vielleicht auch nicht? Keine Ahnung. Irgendwie sehe ich hier nichts. Schade. Also hier irgendwo sollte das Buch jetzt, glaube ich, sein. Das zweite. Vielleicht ist es ja auch
hier irgendwo? Nee, ne? Oder kann ich vielleicht von außen irgendwie... Ich gehe mal auf die Mauer und schaue mich mal um. Na, Überblick verschaffen und so. Okay, hier unten ist es nicht. Vielleicht hätte ich ja auch tagsüber herkommen sollen. Vielleicht. Fragen über Fragen, ich weiß es nicht. Nein! Puh. Gut, dass ich so viele Lebenspunkte habe. Ich will jetzt mal nicht cheaten. Das habe ich mir selber zuzuschreiben. Und abgesehen davon habe ich ja eh genug Lebenstränke, um das auszugleichen. Das ist ja nicht so wild. Also meiner Meinung nach müsste das Buch hier irgendwo liegen. Vielleicht, wenn ich den Schalter drücke? Nein, das ist ja gar kein Hebel. Ah, okay. Ich dachte, das wäre ein Hebel. Das ist bestimmt da oben. Ganz sicher. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Ah, genau, da ist Xalas alter Turm. Und... Ach ja, da unten dachte ich, dass der alte Ork da sei. Schaut, vielleicht komme ich ja von außen irgendwie auf den Turm hoch. Das sieht gerade nicht so gut danach aus. Ach, komm schon. Stell dich nicht so an, Junge. Er kann da nicht hoch, okay. Kannst du denn... Nee, kannst du nicht. Vielleicht sollte ich echt mal komplett nach oben fahren. Und gucken, was es da so gibt. Ich meine, so viel höher ist es jetzt nicht. Sagt die Uhr. Ja, schon ziemlich spät. Kann ich da eigentlich hoch? Nö. Da bin ich gerade ein bisschen überfragt. Ich fahre nochmal komplett nach oben auf die Turmspitze. Man hat ja gerade gesehen, ich bin in der Lage, relativ tiefe Stürze zu überleben. Und um sicher zu gehen, hole ich mit dir auch nochmal runter. Hä, Moment, was? Warum ist es gerade hochgefahren, statt runter? Hätte das nicht runterfahren müssen? Schaue ich mir gleich nochmal an. Jetzt fahre ich erstmal hoch. Hoch. Genau, hoch. Nach oben. Es ging ja damals schief, glaube ich, weil ich runtergefallen bin dann. Aber das ist ja hier halb so wild. Wie gesagt, ich habe ja gerade einen relativ tiefen Sturz erlebt und überlebt. Also das bisschen hier wird mir schon nichts ausmachen. Denn da drüben sehe ich nichts. Die Übersicht ist schon da oben, ne? Aber wie komme ich da hoch mit dieser blöden Schräge? Das ist ja ätzend. Ach so, das fährt nur den äußeren Ring hoch und runter. Von der Säule da drüben, okay. Oder gibt es vielleicht einen höheren Punkt und ich täusche mich? Ich habe nicht hier die beste Aussicht. Ist das da drüben ein Schalter? Das war vielleicht blöd. Ist das da ein... Nein, ne? Da oben ist nicht... Nee, ich dachte, dass da oben wäre vielleicht so ein Schalter, den ich abschießen könnte. Aber das ist wohl nicht der Fall. Dann bin ich gerade echt ein bisschen überfragt. Vielleicht hier unten irgendwas? Uah. Huiuiui. Ich versuche dann nochmal hochzukommen und kläre euch dann auf beim nächsten Mal. Wie weit ich gekommen bin. Ja, tut mir leid, dass jetzt in dieser Folge so ein bisschen nichts passiert ist irgendwie. Ich dachte, es würde mehr geschehen. Da kann ich vielleicht
darüber springen? Also hier so hoch, dachte ich gerade. Das war blöd. Kann ich da hoch? Okay, das klappt auch nicht. Aber, naja, ich sag mal so, dieses hier umschauen... Ey, wo ist mein Licht? Ist schon irgendwo auch Sinn dieser Quest, den Spieler so ein bisschen durch die Welt zu führen und auch mal an Orte zu schicken, wo man normalerweise nicht unbedingt hinkommt oder hingeht. Vielleicht muss ich auf den Felsen da hoch. Ich meine, hier habe ich auch eine super Aussicht, ne? Das ist nicht abzustreiten. Aber der Turm ist halt echt höher, ne? Da führt kein Weg dran vorbei. Schade, schade, schade. Fragen über Fragen. Aber wenn man da wirklich hoch muss, dann finde ich das, fände ich das echt behämmert. Wenn diese eine Schräge zu schräg wäre und ich deswegen nicht hoch... Was war das denn? Und ich deswegen nicht hochkomme. Was ich tun wollte, gerade, ist nicht darüber springen. Ey, du sollst gemütlich laufen. Genau, und dann da hoch. Und dann... Ey, dass der immer so einen Schritt nach vorne macht beim Umschauen. Ist ja grausam. Kannst du da hoch? Na, kannst du nicht, hä? Komm dann eben so. Ja! Oh! Was? Warum läufst du so schräg? Habe ich dir nicht erlaubt. Wenigstens, dass ich von außen da hochkomme. So. Jetzt da hoch? Nein, das klappt auch nicht. Ist da auf der Mauer vielleicht irgendwas? Da muss ich hochkommen, oder? Komme ich nicht? Ah, komme ich nicht. Dann bin ich hier, wie gesagt, leider echt total überfragt. Ich schaue mich mal um. Also meines Wissens nach sollte es hier weitergehen. Wie gesagt, höchster Punkt im Spiel und so. Und beim nächsten Mal schaue ich mich dann hier nochmal genauer um. Jedenfalls danke für die Geduld, danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wo es dann hoffentlich erfolgreich weitergeht, ne? Tschüss.